Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Das ist ja lächerlich. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Warum helfen Sie mir, Madison? Sie kennen mich überhaupt nicht. Sie könnten tot sein. Ja, das stimmt wohl. Ich weiß nicht, ich dachte in dem Moment einfach, ich tue das Richtige. Sie brauchten Hilfe, ich habe geholfen. Das ist wahr. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht Sie, Ethan. Sie nennen Sie den Origami-Killer. Stimmt das? Schwachsinn. Sind Sie der Killer, Ethan? Schwachsinn. Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Weil sie wegsperren würden? Und sag ihnen was. Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Was Wenn denn? Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Aus dem Blackout sagen gar nichts, dass er es ist. Glaube ich nicht. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Wer schafft's denn? Muss gar nicht. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Also da ist auf jeden Fall schon mal nichts. Also stehen keine bewaffneten Leute irgendwie. So, nächste Origami-Figur. Long Railroad.
Was? Erledigen Sie ihn? Schicken Sie ein Bild und holen Sie sich die Belohnung? Wir sollen jemanden erschießen? Das ist so. Nee. Das ist nicht wahr, oder? Wir sollen jetzt nicht zum Mörder noch werden. Vielleicht Taste gedrückt, egal. Der Typ ist verzweifelt, der ist angeblich Origami-Killer. Ist im Kommen. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Was? Haben Sie Probleme mit dem Fall? Ach was. Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Nee. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Das ist noch Programm, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Ja. Das wäre höchst bedauerlich. Wäre es. Okay. Umgebung Akten. Öffnen. Bringt es da weiter? Anscheinend nicht. Öffnen. Nein, du solltest das öffnen. Die Vorgehensweise. Vorgehensweise öffnen. 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 Okay, das bringt uns schon mal nichts. Hinweise. Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung von Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß. Mal anschauen. 1583 Fahrzeuge identifiziert. Das hilft mir nicht, das Auto des Mörders zu finden. Ich sollte einen anderen Hinweis einbeziehen.
keine Daten. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Okay. Du musst jetzt gucken, wo einer ist. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Möglich ist das. Jetzt war für die Geoanalyse. Immer noch nicht, okay. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Analysieren? Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Auch nichts, okay. Ging nicht schon noch aus, wieder das. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Ja. So ist es. Erstaunlich. Das ist auch so, wenn du in deinem Büro sitzt. Nein! Nein! Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von Versuchen. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Fuck! Es geht los. Tryptokain. Es liegt auf dem Nachttisch. Ich muss nur etwas nehmen. Dann verschwindet der Schmerz. Nee, dann machen wir auf keinen Fall. Ich darf nicht. Das bringt mich um. Ich weiß, ich kann widerstehen. Ich muss mich nur zusammenreißen und mich beschäftigen, bis es vorbei ist. Hau dir Wasser ins Gesicht, ey. Hau dir Wasser ins Gesicht. Bleib dir bewusst sein. Das ist nicht in mir. Immer schön ruhig halten. Trinket.
Alkohol ist ja noch besser. Zumindest besser als diese Drogen. Okay. Dass ich übergibt, wollte ich jetzt nicht. Auf jeden Fall nicht das Zeug. Nee. Ist auch aus der Tür raus. Ist das, wenn wir... Nein, nein, nimm es nicht. Wegwerfen. Ich muss es loswerden. Das ist der einzige Weg. Toilette. Hallo, es geht weg. Weg damit. Ich bin stolz auf dich.